niemals! So, und jetzt müssten wir, glaube ich. Es ist schon so viel geschehen. Doch unsere Reise. Ah, ein Motorbitter machen. Gegen das ich nicht kann. Leider. War ich eigentlich schon im LP am Drachenzähl? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Na, den kann ich euch dann mal zeigen. Obwohl doch, ich glaube, ich habe da den PC einfach auch schon gemacht, ne? Oder? Ja, habe ich, ja. Hier können wir, wenn wir eine Angel haben, später angeln. Diese schönen kleinen Schatten hier sind Fische. Aber das seht ihr halt auch hier. Wir haben noch keine Angel, die finden wir erst im späteren Verlauf. Das geht halt auch was. Er digitiert! Ha! Und das geht halt erst, wenn wir den Kamerad gesetzt haben. Haha, ein Citramon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das schon nach so wenigen Tagen. Das ist krass. Aber geil. So, dann bringen wir ihm nochmal neue Attacken bei. Der kann Feuerspeier lernen. So, gucken wir aber erstmal. Frosthauch und den. Also, ich denke mal, den. Ja, den Wasserblitz bringe ich ihm auf jeden Fall bei. Statik kann er nicht. Aber die Eisträne verbraucht wenig MP, sehe ich gerade. Dann bringe ich ihm nochmal den Frosthauch bei. Oh, geil! Geil! Endlich ein Zitramon! Ich hatte noch nie ein Zitramon. Das hört sich ja geil an. Das Geräusch. Aber naja, oh, freue ich mich. Boah, was bin ich fröhlich. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in den Bohrtunnel. Und hauen diesen drei Guburimon da auf die Fresse. Da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Wir haben nämlich ein paar Heil- und ein paar MP-Discs haben wir nämlich noch. Wie viel sehen denn noch? Ja, nichts weiter aus. Och ja, 1500 Leben, 1500 MP. Sehr schön. Das kleine Geschwindigkeit. Aber das macht ja nichts. Ah, entschuldigt bitte. So, hallo meine Freunde. Na, wie geht's euch? Gut? Sehr schön. Ich hoffe, das klappt. Aber ich habe jetzt zur Not auch noch eine Backdisk. So, wir schmeißen aber trotzdem direkt meine Heilung dazu. Und da seht ihr es übrigens. Das ist das Icon für volle Kraft. Komm schon! Auch wenn wir gerade so ein klein bisschen auf die Fresse kriegen, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Komm schon! Mist! Sag, komm schon, komm schon. Okay, irgendwie kriegen wir gerade echt ziemlich auf die Fresse. Komm schon, komm schon. Mist. Sag, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Yannick! Das ist Mobbing! Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er das auch noch abgesetzt. Aber wenigstens werden so alle drei auf einmal getroffen. Sehr schön!
ist eine Bombe, die zieht nämlich ordentlich viel ab. Oh. Ah, nee, das machen wir noch nicht. So, komm schon, jetzt. Ja. Super Attacke. Penner! Oh, Moment. So, jetzt schmeißen wir einmal die Wegdisk. So, und Yannick lebt wieder. Autsch, leck mich. Ja! Yes! Das war's, Bitches. Sehr schön. Ich bin sowas von stolz auf dich, Yannick. So, aber ich würde mal sagen, den Felsen schieben wir dann morgen weiter. Wir müssen Yannick jetzt dringend mal ausruhen lassen. Vor allem würde ich mal ganz gerne, glaube ich, sein Tempo ein bisschen trainieren. Weil Yannick mir noch ein klein bisschen zu lange braucht mit seinen Attacken. Und außerdem kriegen wir auch für heute noch Fleisch von Palmer, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Da sind wir schon im Fall City. Dann holen wir uns jetzt einmal das Fleisch von Palmon ab. So, das wäre dann das Hüftsteak. Und dann gehen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit von Yannick trainieren. Und ich glaube generell auch mal so ein paar Stats, damit wir dann ganz gut gegen Meramon ankommen. Oh, das mag er nicht. Ist er müde oder was ist los? Ja, einmal Hüftsteak. Oder liegt das daran, dass er so wenig Leben hat? Hat er noch Hunger? Er hat immer noch Hunger. Ah ja, sehr schön. Jetzt will er pennen, aber das machen wir in der Nähe der Toilette. Und dann können wir uns gleich die nächste Portion mit dem Steak abholen. Sehr schön. Gespeichert hat er. Dann holen wir uns gleich mal die neue Portion Fleisch ab. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind seine Lebenspunkte und so weiter jetzt, na ne, nicht ganz, aber fast komplett aufgefüllt. Ich hoffe, das steigert dann den Trainingseffekt wieder so ein bisschen. Denn ich kann mir gut vorstellen, da er noch knapp unter 200 Leben hatte, dass er deswegen sich nicht so angestrengt hat. Ne, ist anzunehmen. Okay, oder auch nicht.
Oder liegt es einfach daran, dass ein Champion Digimon ist und dass es bei ihm nicht mehr so viel das kann natürlich sein. Nahrung erhöht Glück nicht ohne Risiko, das mache ich nicht, da ich noch kein Arzt hier habe. Sehr schön, aber ich will die Geschwindigkeit noch wenigstens auf 100 drücken. So, dann lassen wir Janik jetzt mal auf die Bitte gehen. Und dann würde ich sagen, kaufen uns ein paar Heil- und Envy-Disc und legen uns mal mit Meramon an. Damit wir dann in der nächsten Aufnahme mal ein bisschen weiter im Spiel vorankommen. Vielleicht machen wir dann auch mal Monokomons Aufgabe soweit fertig. Sehr schön. So. So, dann begeben wir uns jetzt mal zum Shop. Ach, ja, ich wollte gerade sagen, was will ich in dem Heimatwald, aber ich kann ja auch so rumlaufen, das macht ja keinen Unterschied. Ah, ein Motorradwinkermann. Hilfe! Wenn wir uns da mal eindecken. So, was hab ich noch? Ich glaube, eine MP-Disc hab ich noch, oder? Nee, gar nicht. Ich kann mir aber leider auch keine Wegdisken mehr kaufen. Oder? Ich kaufe uns ein paar mittlere Heildisks. Drei normale MP-Disks. Drei normale kleine Heildisks. Und dann nehmen wir uns noch die aus dem Item-Store mit. Ich bin ja ehrlich gesagt mal gespannt, ob das Digimon-Spiel in Anführungsstrichen so intelligent ist, beziehungsweise die Programmierer so elegant, nicht elegant, sondern intelligent waren, dass Wasserattacken bei Feuer-Digimon doppelten Schaden machen oder irgendwie sowas in der Richtung, oder auf jeden Fall mehr Schaden. Das wäre natürlich geil. So, dann kann ich den Glückspilz gleich mal da lassen. Und die MP-Discs dafür nehme ich mit. Dann begeben wir uns jetzt mal. Oder? Ne, ich würde sagen, eine Runde schlafen wir noch. Dann gehen wir auf jeden Fall mit vollen LP da rein. LE meine ich natürlich nicht LP. Das heißt ja nicht Lebenspunkte, sondern Lebensenergie. So, eine Stunde geschlafen. Das sollte dann jetzt nämlich reichen. Ja, sehr schön. Alles voll. Hast du immer noch Hunger? Krass. Alter, was futtert der? Du bist mir die Haare vom Kopf.